Hi zusammen, ich melde mich heute vom Color Run in Stuttgart. Das ist eigentlich wie ein Holi Festival, nur dass sich die Leute gleichzeitig auch noch sportlich betätigen. Weil es hier ziemlich bunt wird, habe ich heute unser absolut ausrangiertes Mikro mitgenommen. Wie ist die Stimmung hier heute? Sehr gut! Ja. Trotz Regen! Übergut, also echt, macht Spaß. Okay, und 30 Euro gerechtfertigt? Ja, auf jeden Fall, ja. Ist okay, wir haben mehr ausgegeben, das war uns wert. Also wir haben das Deluxe-Paket und... Wir sind 200 ja. Kilometer angereist. Ja. Wie habt ihr euch auf den Lauf vorbereitet? Herzlich willkommen. Gar nicht. Gar nicht. Schon Fußballturnier. Von Alkohol. Läufer sind jetzt hinter mir durch den Start gegangen und ich habe den ein oder anderen heute auch schon husten sehen aufgrund des Farbpulvers. Überhaupt gab es in letzter Zeit viele Negativschlagzeilen aufgrund von Farbbeuteln, die bereits explodiert sein sollen. Wir werden jetzt mal den Veranstalter hier fragen, ob das in Stuttgart theoretisch auch passieren kann. Nee, die Stuttgarter und alle Color Runner in Deutschland brauchen sich keine Sorgen machen. Also das ist ja in Taiwan passiert. Es war auch kein Color Run, sondern anscheinend ein Holi Festival. Man weiß nicht wirklich ganz genau, wie es passiert ist. Das ist immer noch irgendwie schwebend. Aber wir können die deutschen Color Runner oder auch die Festivalbesucher von uns, können wir auf jeden Fall beruhigen. Das Farbpulver wurde in Deutschland hergestellt. Das ist ein deutsches Produkt. Es ist hundertprozentig nicht brennbar. Also die können ja alle ganz beruhigt feiern heute. Unsere Stuttgarter Läufer können also beruhigt sein. Hier wird garantiert nichts passieren. Das war's von mir für Stugge TV News.